ich bin die Andrea vom Nature Trails Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage samt Shop zu kreieren, wo ihr nur Futter und Equipment findet, welches ihr getrost eurem vierbeinigen Kumpel füttern und umlegen könnt. Bei uns gibt es quasi nichts auf der Homepage, was einfach nur eine Kooperation bedeutet, sondern wirklich nur Sachen, die wir selber nutzen oder nutzen würden. So unterscheiden wir uns von vielen anderen Online-Shops auf dem Markt. Heute geht es um ein Futter, welches ihr mir öfters mal ans Herz legt und sagt, kannst du dir das mal angucken, wie ist denn das, warum ist denn das nie auf eurer Homepage als Empfehlung, könnt ihr das mit aufnehmen? Und ich möchte euch heute erklären, warum wir dieses Futter nicht auf unserer Homepage haben, von der Zusammensetzung her, warum das für uns oder unsere Hunde nicht in Frage kommt. Und zwar geht es um die Firma Meradoc, also das Hundefutter Meradoc. Das ist von der Mera Tiernahrung GmbH und wirbt mit Made in Germany, also es ist ansässig in Deutschland und es gibt es seit 1979. Das Coole ist, es ist ein Familienunternehmen in dritter Generation, also nichts riesengroßer Konzern, wo man nicht weiß, wer wo was dahinter steht, sondern es ist wirklich alles noch in Familienhand. Und laut eigenen Angaben nehmen die natürliche dampfgegarte Zutaten ohne Zucker, ohne Soja oder ohne künstliche Geschmacksverstärker. Was mir immer ganz wichtig ist, dass für ein Futter keine Tiere leiden müssen in irgendwelchen Laboren. Deswegen auf die PETA-Liste mal kurz geguckt für tierversuchsfreies Hundefutter. Und zum Glück ist da das Mera drauf. Also das heißt, die tun keine Tierversuche durchführen. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Es gibt drei Produktgruppen beim Futter. Es gibt das Pur Sensitiv, also das ist für gute Verträglichkeit, weil wenig Zutaten drin sind. Es gibt das Essential, also sozusagen das normale Futter für jede Altersgruppe, also für den Junior, den Adult und den Senior. Und es gibt noch Katzenfutter. Ich sollte mir drei ganz spezielle Sorten genau angucken, die habe ich jetzt auch einfach mal genommen. Und fangen wir einfach mal mit dem, ich sag mal, kompliziertesten Fall an. Und zwar haben wir Mera Pur Sensitiv Rind und Kartoffel mit High Protein für den aktiven, sensiblen Hund. Wurde gefragt, weil es auch um einen aktiveren Hund ging. Laut eigenen Angaben verzichten die auf Weizen und Gerste, exotische Fleischquellen, Farbaroma und Konservierungsstoffe, gentechnisch veränderte Zutaten, Zucker, Soja und Vitamin K3. Das ist so das Versprochene. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist immer die Zutatenliste. Deswegen schauen wir da mal genauer hin. Die erste Zutat ist Rinderfrischfleisch. Das Gute ist, es ist wirklich Rinderfleisch, das heißt nicht irgendwelche komischen Proteine wie jetzt Hufe oder Horn. Und deswegen, sage ich mal, einen Daumen nach oben. 40% Frischfleisch, das heißt, man muss natürlich noch im Trocknungsprozess den Wasser abziehen, der da rausgeht. Das heißt, es bleibt in der Trockenmasse ungefähr 12% Fleisch übrig. Aber es kann ja sein, dass noch mehr Fleisch drin ist. Schauen wir mal weiter. Die nächste Zutat, diesmal im getrockneten Zustand, ist 21% Rinderkrieben. Das ist kein Fleisch, also es ist ein Schlachtnebenprodukt aus der Talg- und Fettgewinnung, also im Endeffekt Reste von ausgebratenen Speckteilen. Es ist ein sehr hoher Proteingehalt dadurch möglich im Futter, aber es ist eher so ein mittelmäßiges Protein. Also es ist kein hochwertiges Muskelfleisch, es ist keine hochwertigen Innereien, sondern das sind halt wirklich, wie gesagt, Krieben. Wäre jetzt für mich so eine Sache, ja, dass da um einiges mehr Krieben drin sind als Fleisch. Wenn jetzt nur so 3-4% Krieben drin sind, ist das alles gar kein Ding, aber 21% ist schon ziemlich viel. Danach haben wir Kartoffelflocken, das ist in Ordnung, Erbsen. Dann haben wir Kartoffelstärke. Kartoffelstärke ist jetzt so eine Sache, die ich nicht unbedingt im Futter haben möchte, weil die ganze Kartoffel ist schön und gut, aber nur Kartoffelstärke, das wird bei Hunden eher zu so Fuselalkohol abgebaut, wenn es verdaut wird. Dann haben wir Rüben-Trockenschnitzel, Leberhydrolysat, Geflügelfett, Bierhefe und dann kommt Monocalciumphosphat. Monocalciumphosphat oder die E-Nummer 341, das ist quasi ein künstliches Phosphat. Ich bin immer so für natürlich wie möglich, logischerweise. Klar, Phosphate, Phosphor und so weiter ist wichtig für den Körper, klar. Und bei hochwertigen Nahrung nimmt der Körper das einfach aus der Nahrung auf. Und er nimmt genauso viel auf, wie er benötigt und der Rest wird einfach über die Niere ausgeschieden. Die künstlichen Phosphate, also die nicht natürlich vorkommenden, sondern die jetzt zugesetzt, wie dieses Monocalciumphosphat, die sind frei löslich und damit kommen sie über die natürliche Schranke in den Körper. Das heißt, der Körper nimmt mehr auf, als gesund ist. Und damit ist das wie immer überall im Leben, wenn das nicht im Gleichgewicht ist, sondern zu viel von irgendwas, kann es zum Beispiel zur Verkalkung von Blutgefäßen führen oder das Osteoporose-Risiko steigt, weil das Kalzium aus den Knochen gelöst wird. Es kommt zum Muskelabbau. Wozu nimmt man das? Das ist halt einfach viel auch in unserer menschlichen Fertignahrung drin, zum Beispiel Träger von Aromastoffen. Genau, das wäre jetzt für mich so eine Sache, das möchte ich nicht im Futter. Dann haben wir Leinsamen, das ist super. Dann kommt Lignocellulose, dazu habe ich mal ein Video gemacht, ich verlinke es euch oben. Das ist im Endeffekt sowas wie Sägespäne. Macht natürlich ein super Häufchen, das heißt, es bindet überschüssige, vielleicht eventuell durchfallführende Sachen und macht ein gutes Häufchen. Aber im Endeffekt ist es sowas wie, ja,
Papier. Dann haben wir Calciumcarbonat, Lachsöl, Sonnenblumenöl und dann kommt wieder was, Natriumchlorid. Das ist im Endeffekt Salz. Es ist ein super günstiger Konservierungsstoff, der auch als natürlicher Konservierungsstoff deklariert werden darf. Wir füttern unseren Hunden definitiv kein Salz, weil jetzt, besonders jetzt, wir schwitzen ja extrem viel. Dadurch kommt das Salz aus unserem Körper super raus und tut die ganze unsere Ausscheidungsorgane belasten, wenn wir ein bisschen zu viel Salz essen, was wir übrigens auch nicht tun sollten. Und in der natürlichen Ernährung ist genug Salz drin. In jedem Stoff ist irgendwo Salz. Und dieses künstlich zugeführte Salz ist halt einfach zur Konservierung. Und wenn es zu viel ist und künstlich, wisst ihr selber, was das dann mit unserem Körper und auch dem Körper unseres Hundes machen kann. Und dann haben wir noch bei ernährungsphysiologischen Zusatzstoffen die Antioxidationsmittel, die auch nicht genau deklariert sind, was es ist. Von daher, das wären mir zu viele No-Gos. Deswegen ist dieses Futter jetzt nicht in unserer Liste von Futtern, die wir empfehlen würden. Auch nicht bei aktiven Hunden. Und wir haben sehr aktive Hunde, jedenfalls als sie noch jung und sportlich waren. Das heißt, die Rinderkrieben, das Kartoffelstärke, das Calciumphosphat und die Zellulose und das Natriumchlorid ist einfach zu viel auf der Liste. Aber es gibt ja immer mehrere Futter und deswegen gucken wir uns einfach noch andere Futtersorten an. Ich habe noch zwei Stück, gehen wir die mal ganz kurz durch, weil es gibt ja Hersteller, die haben gutes Futter und nicht so gutes Futter und man ist ja immer mal überrascht, dass ja dann doch noch was Gutes dabei ist. Gucken wir uns mal das Essentials mit Rind an. Interessant, hier sieht man schon am Titel, das heißt mit Rind. Das verrät euch schon sehr viel. Das sehen wir aber gleich in der Zutatenliste. Die erste Zutat ist Getreide. Wir wissen nicht, wie viel da drin ist. Ob 30%, 40, 50, 60, haben wir keine Ahnung. Und auch nicht, was für Getreide. Und danach haben wir Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse in Klammern, unter anderem 4% vom Rind. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel allgemein von Fleisch drin ist, wie viel tierische Nebenerzeugnisse, was das hier in dem Fall ist. Wir wissen nur, dass davon 4% Rind ist. Den anderen Fleischanteil wissen wir auch nicht. Ist das Schwein, ist das Truthahn, ist das Löwe? Man weiß es nicht. Deswegen, der Titel verrät schon, mit Rind ist gerade mal 4% Rind drin und auch nicht was vom Rind. Dann haben wir Gemüse, wir haben Saaten, wir haben Öl und Fette. Leider wissen wir nur von diesen Ölen und Fetten, dass ein bisschen was Lachsöl ist, der Rest wissen wir nicht. Also ist das jetzt Frittierfett, ist es Lebertran, keine Ahnung. Meistens, wenn es ein hochwertiges Öl ist wie das Lachsöl, dann ist es definiert. Der Rest wird dann eher weggelassen. Dann haben wir als Mineralstoffe Natriumchlorid und Kaliumchlorid. Das sind wir wieder bei den künstlichen Salzen. Kaliumchlorid ist übrigens das auch, was die hübschen orangen Autos im Winter auf die Straße schütten, wenn es sehr glatt ist. Dann haben wir pflanzliche Nebenerzeugnisse. Da wissen wir auch nicht so viel davor rüber. Und wir haben wieder die Antioxidationsmittel. Also von daher, das ist von der Deklaration her so, dass man eigentlich nie wirklich weiß, was drin ist. Und erst recht nie, was auch vom Fleisch, Getreide und wie viel. Deswegen ist es auch nie auf unserer Liste von Futter, die wir empfehlen würden. Gucken wir uns noch ein drittes und letztes an, einfach um noch eine Chance zu geben. Und das hatten wir auch gerade auch in der Futterberatung jetzt letztens. Deswegen schauen wir uns das auch nochmal kurz an. Und zwar nochmal zu dem Sensitiv. Da jetzt Truthahn und Reis, Merapur Sensitiv Truthahn und Reis. Also nicht für den extra sensiblen sportlichen Hund, sondern für den 0815 sensiblen Hund. Die erste Zutat, das was am meisten drin ist, sind 59,5% Reis. Das ist schon ziemlich viel Reis, also 60% Reis ist schon ordentlich. Müsste man definitiv schon mal mit Fleisch oder Nassfutter zufüttern, damit man das wenige an anderen Zutaten ausgleicht. Aber gucken wir mal weiter. Dann haben wir Truthahnprotein, 24% getrocknet. Da ist wichtig, Truthahnprotein ist kein Truthahnfleisch. Das hat man schon bei der ersten Deklaration, wenn es Fleisch ist, steht das dick und fett und stolz drauf. Wenn Protein draufsteht, kann es halt alles Mögliche sein. Also laut Futterrechtsdeklarationen können das Federn sein, die Schnäbel, die Füße, was auch immer. Wer meine Videos kennt, der weiß, selbst Haare sind Protein und ob es jetzt hochwertig ist oder nie, könnt ihr euch ja selber denken auch. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, Geflügelprotein versus Geflügelfleisch, verlinke ich euch oben im Eck. Dann haben wir Apfeltrester, dann haben wir Geflügelproteinhydrolysat, drüben Trockenschnitzel, Geflügelfett, Leinsamen und dann kommt es wieder Natriumchlorid und Kaliumchlorid. Natrium und Kaliumchlorid hatten wir jetzt schon erklärt, die künstlichen Salze. Dann haben wir Lachsöl, Sonnenblumenöl und Zeolinolin. Und dann haben wir noch die Antioxidationsmittel wieder, auch hier nicht näher erläutert, was das für Antioxidationsmittel sind. Von daher, da sind auch wieder viele, viele Sachen, wo ich einfach sagen würde, das wären zu viele Kompromisse. Ein, zwei Kompromisse kann man ja eingehen, aber so viele sind halt immer so eine Sache und auch von der Schwierigkeitsgrad her. Also wenn da so gar kein Fleisch drin ist, also wirklich gar keins, sondern Truthahnprotein und ein Haufen Reis, weiß man halt auch nie, ja, ob das jetzt wirklich ein Hundefutter sein sollte oder vielleicht eher für einen Papagei. Von daher, tut mir leid, Meradoc werden wir so in der Zusammensetzung nicht empfehlen können und nicht auf unserer Homepage nehmen. Sollte sich daran was ändern an der Zusammensetzung, ist das natürlich was ganz anderes, aber so käme das für uns jetzt nicht in Frage. Falls ihr das Futter schon mal gefüttert habt, wie ging es eurem Hund damit? Waren die Häufchen sehr groß?
oder war das ein gutes Häufchen, wie viel hat es gemacht, schreibt es in die Kommentare. Würdet ihr das Futter füttern? Wenn ihr euch die Zusammensetzung jetzt mal genauer anguckt, schreibt es auch mal unten rein. Oder sagt ihr da, hey, ich nehme das da nicht so ernst mit den ganzen Zutaten, Hauptsache irgendwie dem Hund schmeckt es. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Und wenn ihr ein Futter habt, was ich mir angucken soll, schreibt es einfach mit rein. Ich pack's auf unsere To-Do-Liste. Und viel Spaß mit eurem Wuffi weiterhin. Wenn ihr Fragen habt zum Thema gesunde Ernährung, wisst ihr ja, wir beraten euch kostenfrei zu Futter oder irgendwelchen Problemchen, die euer Hund hat. Wir kennen uns mittlerweile sehr gut aus bei vielen, vielen Themen. Dank unserer Hundis und dank ganz vielen Futterkunden, die wir mittlerweile betreuen durften. Ansonsten, wie gesagt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du Riesenbaby-Schlumpf-Klops, hä? Du bist so ein Klops. So ein Klopsi. Klopsi, 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 Klopsi. Oh. Kann ich nicht. Knoddel. Knoddel, Knoddel.